das hat mich natürlich immer wieder interessiert. Was kann also für meine Arbeit das Licht bedeuten? Denn viele meiner Arbeiten sind sozusagen Instrumente, auf die das Licht reagiert oder Instrumente, die das Licht sozusagen sichtbar machen. Das ist natürlich etwas, was hier in der Ausstellung gut zu sehen ist. Also wir haben in der Ausstellung Mack in ZKN ja den Fokus auf die Lichtarbeiten von Mack gelegt und ganz besonders auch auf die Werke oder großen Environments, die bisher nur selten oder fast sogar noch nie ausgestellt wurden, die verloren gegangen sind, die rekonstruiert werden müssen. Also das ist so ein Schwerpunkt der Ausstellung, der die Präsentation hier im ZKM auch wirklich besonders macht. Entscheidende Charakteristiken für die Praxis von Mack ist eben neben dem Licht auch die Struktur und die Bewegung und die Farbe. Es geht darum, das Licht, das ja eh da ist und uns umgibt, wirklich zum Ausdruck zu bringen und bewusst zu machen und auch wirklich die Betrachterinnen direkt zu inkludieren, indem sie immer die vielfältigen Facetten des Lichts auch wahrnehmen können. Gleichzeitig ist es für den Künstler aber auch ein Streben nach Immaterialität. Durch diese Fokussierung auf das Licht setzt er es sich wirklich zum Ziel, auch die physische Materialität, also die Struktur oder den Körper der Skulptur aufzulösen. Und man kann das wirklich ganz toll erkennen an den vielfältigen Oberflächenstrukturen, die der Künstler kreiert, indem das Licht auf die Oberfläche auftritt. Und reflektiert und gebrochen wird, entsteht wirklich eine Art der Vibration. Und durch diese Vibration löst es sich auf oder scheint sich die Materialität aufzulösen. Und tatsächlich ist es so, dass seine Werke oder auch gerade die großen Skulpturen sehr schwer sind. Also sie haben eine sehr starke physische Masse, was wir auch beim Aufbau sehr zu spüren bekommen haben. Aber durch dieses Spiel mit dem Licht verliert sich diese Schwere und hebt sich die Materialität der Skulptur auf. Das mechanische Ballett sind die 7 Edelstahlstelen, die motorisiert sind, auf der Vorderseite des Podests, also der Lichtchoreografie, die wir in Lichthof 8 zeigen. Das mechanische Ballett ist eine Idee, die der Künstler bereits 1960 verfasst hatte. Es wurde dann allerdings 2015 erstmal gebaut, also realisiert, und 2018 in der Kunsthalle Rotterdam zum ersten Mal ausgestellt. Die Arbeit bezieht sich auf einen frühen Experimentalfilm, der Anfang der 20er Jahre von Fernand Léger präsentiert oder gezeigt wurde. Sozusagen dann auch eine Hommage von Heinz Mack an Fernand Léger. Es ist eine Konstruktion oder eine Komposition aus diesen 7 Edelstahlstelen, die sich eben rotieren. Und während diese Stelen sich rotieren, wandert ein Lichtspot über die Oberfläche. Und durch diesen Aufprall des Lichts auf der rotierenden Fläche gibt es natürlich wahnsinnig viele Spiegelungen und Lichtreflexionen, die den BesucherInnen direkt begegnen. Dieses ganze Podest, was wir sehen, ist das sogenannte Licht-Environment. Und das ist wirklich ganz explizit für die Ausstellung von Heinz Mack zusammengestellt worden. Es gibt zwei Seiten, eben das mechanische Ballett auf der einen Seite, auf der anderen Seite die Stelen, die von den verspiegelten Wänden getrennt werden. Und durch diese Spiegelung eben auf beiden Seiten vervielfältigt sich der Raum natürlich auch und interagiert mit der Architektur im ZKM. Nach dem Krieg herrschte in Deutschland Kulturfriedhof. Es gab für uns Studenten überhaupt keinerlei Informationen. Ich wusste nicht, was in der Welt geschehen war, was die Kunst betrifft. In der Staatlichen Kunstakademie Düsseldorf gab es kein einziges Buch über moderne Kunst. Alles das war vernichtet und war natürlich sehr, sehr traurig. Und auch die Akademie war noch zur Hälfte eine Ruine. Wir durften dann die Backsteine selbst herausschaffen, damit man noch Platz hatte, um dort zu arbeiten. Also mit anderen Worten, Bedingungen, die
denkbar unerfreulich waren. Zero entstand in der Zeit des, nach dem Zweiten Weltkrieg, also wir befinden uns Ende der 50er Jahre. Max selbst beschreibt die Zeit immer wie einen Kulturfriedhof. Es war ein komplettes Vakuum, der nach dem Zweiten Weltkrieg den Künstlerinnen gegenüber lag. Und aus dieser Situation, auch aus diesem Trauma, wollte man herausbrechen und wirklich einen Neubeginn starten und neue Mittel und Möglichkeiten finden, um wirklich die gestalterischen Elemente der Kunst zu erweitern. Das ist ein Teil. Der andere Teil ist der, dass ich 3 Jahre lang in der Akademie gelernt habe, wie man zeichnet und wie man malt. Ich hatte wirklich einen Ruf, rein naturalistisch perfekt zeichnen und malen zu können. Porträtmalerei, alles das gelang mir leicht. Da kam der Gedanke auf, das musst du alles von heute auf morgen radikal vergessen. Das ist ja alles schon mal gemacht worden, vor 100, 200, 300, 400, 500 Jahren. Jetzt lass das bitte sein. Und daraus erwuchs dann eine Art Situation, dass ich mir sagte, du musst wieder ganz von vorne anfangen. Seit Giotto, also 500 Jahre lang, hat die abendländische Malerei auf Leinwand die Zentralperspektive verherrlicht. Und erst der Kubismus von Picasso, vor allem der analytische Kubismus von Picasso, hat alles zerstört, zertrümmert. Und was dann übrig blieb, war keine Komposition mehr, sondern das war dann nur noch ein wildes Raster. So, kurz und gut, wir haben uns von der Komposition verabschiedet. Und selbst bei Malevich gab es noch immer, selbst bei den abstraktesten Bildern, bei Malevich war immer noch Komposition im Spiel. Nein, wir plädierten für einen Raster und für eine Struktur. Also wir, das waren vor allem Otto Pien und ich, der Mitte der 50er Jahre darüber nächtelang diskutierten, wie soll das alles weitergehen. Und wo dann auch die Frage aufkam, ob das Tafelbild überhaupt noch eine Funktion hat, ob das überhaupt noch geht, ob das nicht alles schon passiert ist, was da passieren konnte. Naja, wir haben aber dann auf einmal zu unserem großen Erstaunen bemerkt, dass wir nicht alleine waren auf der Welt, dass doch an anderen Orten in der Welt Künstler tätig waren, die ganz ähnlich wie wir der Struktur die Chance gaben. Und als dann in Philadelphia eine Ausstellung stattfand mit 74 Künstlern, alle dem Thema Zero gewidmet, alle diese 74 Künstler hatten sich von der Komposition verabschiedet. Mit anderen Worten, wir entdeckten, das liegt wirklich in der ganzen Luft. Wir haben tatsächlich ins Schwarze getroffen. Hier ist eine neue Entwicklung entstanden. Das war, wenn man so will, die Bewegung von Zero. Es ging darum, eine Dynamik auszudrücken, also wirklich auch Bewegung und Reinheit. Deswegen hatten sie auch überlegt, ob sie die Gruppe Puro oder Dynamo nennen. Es soll auch zeitlang Persil zur Diskussion gestanden haben, was dann aber doch den Künstlern zu flach erschien. Sie haben sich dann für Zero entschieden, weil es sehr kurz und prägnant ist und sehr kurz und knapp das widerspiegelt, was es beinhaltet. Wirklich die Stunde Null, ein kompletter Neuanfang, der ja, viele Möglichkeiten eröffnet. Und diese Künstlerinnen nahmen sich dann ganz neuen Medien an. Also sie experimentierten, wie ich schon gesagt habe vorhin, mit Feuer, mit Wasser, mit Wind, um wirklich die, nicht nur die Werke, sondern auch die Ausdrucksmöglichkeiten der Kunst zu erweitern. Ganz entscheidend für Zero ist auch eine sehr starke Begeisterung für neue Technologien oder für neue industrielle Materialien. Das heißt, wir sind in den 60er Jahren natürlich auch in einer Zeit, die von der Weltraumfahrt oder von der Erforschung des Weltraums inspiriert und geprägt ist. Die Reise auf den Mond, Raketen, man wollte wirklich neue Räume erkunden. Und dieser Euphorie oder dieser Aufbruchsstimmung nahmen sich die KünstlerInnen auch an.
Sahara-Projekt bildet tatsächlich einen Fixpunkt in Heinz Max' Schaffen seit den späten 50er Jahren. Anhand dieses Projektes lässt sich wirklich ganz, ganz viel ablesen, was charakteristisch für das Schaffen des Künstlers ist. Ein entscheidender Punkt war tatsächlich, dass die Künstlerinnen, also die auch mit Zero assoziiert waren, in den 50er Jahren wirklich nach neuen Räumen gesucht haben. Also Heinz Max hat immer wieder berichtet, dass er aus den verstaubten Kunstinstitutionen herausbrechen wollte. Er wollte seine Kunst in neue Kontexte, in andere Räume stellen. Heinz Mack, der ja mit dem Licht und mit dem Raum arbeitet, bildete die Wüste, die ja wirklich eine ganz besondere Topografie hat, eine ganz große Faszination. 1955 reist er zum ersten Mal in die Wüste stellt fest, dass dieser Raum, diese endlose Weite, die eine ganz besondere Lichtstimmung auch vorweist und besondere Farbigkeiten, wirklich der ideale Ort ist, um mit dem Licht und dem Raum in reinster Form zu arbeiten. Und anhand dieser ersten Lichtexperimente fängt er an zu erforschen, wie sich dieses Licht oder diese Umgebungssituation auf seine Werke auswirkt. Und es geht ihm wirklich darum zu gucken, was passiert, wie nehme ich die Werke unterschiedlich wahr, wie erscheinen sie und was machen sie mit dem Licht und was passiert mit dem Werk selbst, wie reagiert oder wie wirkt sich die Umgebung, diese besondere Umgebung auf die Arbeiten aus. Die gesamte Technologie des Films und des Fotos ist letztlich dort, wie soll ich das formulieren, nicht in der Lage, die Atmosphäre und die unglaubliche Raumdimension, die diese Büste ausstrahlt, das zu reproduzieren. Da versagt wirklich moderne Reproduktionstechnik vollkommen. Das macht man sich normalerweise gar nicht bewusst. Man denkt heute, man kann alles fotografisch erfassen oder filmisch erfassen. Das stimmt nicht. Es gibt Dinge, Phänomene in der Natur, da versagt die Fotografie. Es ist so, dass es natürlich ein großes Risiko ist, das, was ich in der Büste erlebt habe, die Erfahrung, die ich dort gemacht habe als Künstler, die nun in einen geschlossenen Museumsraum zu übertragen. Es ist ja eine Art von Transfer, Transformation. Und natürlich muss ich jetzt auf Bedingungen eingehen, die mit den Bedingungen der Natur gar nicht mehr gemeinsam sind. Hier sind ganz andere Bedingungen gegeben. Und ich muss auch sagen, das ist ein unglaubliches Risiko gewesen. Mit anderen Worten, das hätte auch daneben gehen können, sodass dann letztlich, ich sage mal ganz deutlich, da ein Kitsch herauskommt, indem man eine artifizielle Kunstlandschaft, die die Wüste auch für mich war, wenn man die nun plötzlich in eine Modellsituation wieder zurückführt. Trotzdem muss ich gleich dazu sagen, dass hier die Mitarbeiter des Hauses das sehr gut gelöst haben. Die haben also tatsächlich mit Mitteln, die meines Erachtens vollkommen legitim sind, anstelle der realen Wüste eine virtuelle Situation sozusagen herbeigezaubert. Und ich würde sagen, dass das funktioniert hat, beweist die Reaktion des Publikums. Das Publikum ist sehr damit einverstanden und sehr davon fasziniert worden. Wir haben hier eine Architektur, ehemals Fabrik für Waffenherstellung dergleichen. Wie soll ich dann hier, wenn ich hier hochschaue, 30 Meter hochschaue und sehe nur eine Überstrukturierung von Architektur, von Fabrikarchitektur, wie soll das der Himmel sein über der Wüste? Das ist doch absurd, das geht doch gar nicht. Also, habe ich gesagt, könnt ihr irgendwas machen, was man vielleicht im Theater auch machen würde, damit zumindest etwas stellvertretend den Himmel simuliert. Nicht illusionär, aber doch irgendwo etwas für die Atmosphäre dieses Raumes über dem Sand wiedergibt. Also kurz und gut, da haben die dann Wäsche aufgehängt, ich sage das mal ganz simpel, an der Leine. Also dünne Gaze, die farbig ist, und da habe ich auch, als ich davon hörte, das wird gemacht, zu meiner Frau gesagt, oh, das geht bestimmt daneben. Und ich habe dann hier vor Ort feststellen dürfen, dass es nicht daneben gegangen ist, sondern tatsächlich künstlerisch eine Sprache ist, mit der man etwas aussprechen kann oder sichtbar machen kann, was sonst ohne diese Gardine, ich sag's mal lakonisch, nicht fassbar gewesen wäre. Und natürlich ist dieser Sand deutscher Sand, das ist kein Sahara-Sand. Ich hätte natürlich gerne gehabt, dass vielleicht ein reicher Mann aus
Saudi-Arabien, sagt Herr Mack, das ist mir die Sache wert, ich schicke Ihnen ein Flugzeug voller Sand, dann haben Sie originalen Sand. Aber immerhin, jetzt haben wir einen anderen Sand, der aber in der Farbe genau stimmt. Und man hat auch die Wände tatsächlich mit der gleichen Farbe des Sandes bemalt und exakt gemacht, sehr gut gemacht, alles wunderbar. Über den Phosphorraum bin ich ganz besonders glücklich, dass wir den hier in der Ausstellung zeigen können. Das ist auch eine Rekonstruktion, und zwar von einer Arbeit, die Heinz Mack bisher nur einmal ausgestellt hat. Und zwar 1960 im Zuge einer Galerieausstellung in der Galerie Diogenes in Berlin. Der Phosphorraum ist eine Lichtinstallation, ein Lichtenvironment, das aus verschiedenen Holz- und Aluminiumelementen besteht, die mit fluoreszierender Farbe bestrichen oder bemalt sind. Also wir haben auch hier heutzutage uns angepasst und nicht mehr Phosphor verwendet, was ja auch nicht ganz unbedenklich ist, sondern eben fluoreszierende Farbe. Und diese Elemente, also die Skulpturen oder die Objekte, sind teilweise auch motorisiert. Das heißt, sie drehen sich langsam. Und durch diese Lichtstrukturen, die dann im Raum entstehen, haben wir wirklich ein ganz wunderbares Lichtenvironment, sodass man nur zarte Lichtspuren im Raum sieht, in der Dunkelheit, die uns begegnen. Dieses bläuliche Licht kommt tatsächlich durch das Schwarzlicht. Also die fluoreszierende Farbe würde allein in der Dunkelheit auch schon leuchten. Allerdings ist der Effekt hier etwas verstärkt durch den Einsatz von Schwarzlicht. Und dieses Schwarzlicht erzeugt diesen bläulichen Charakter, diese bläuliche Färbung des Lichts. Ad Alta Potenza ist auch ein Werk, auch eine Rekonstruktion, über die ich sehr glücklich bin. Ad Alta Potenza ist eine Idee, die auch in den 60er Jahren entstand und die 1976 zum ersten Mal umgesetzt wurde. Und zwar auf der Kunstmesse in Bologna. Wir sehen einen völlig mit Silberfolie ausgekleideten Raum, in dem sich fünf verschiedene Spiegelobjekte bewegen. Und dieses ganze Arrangement ist kombiniert mit einer analogen Lichtschaltung. Das heißt, es gibt verschiedene Scheinwerfer, die hinter der Blende der Installation installiert sind. Früher, in der ersten Umsetzung 1976, verwendete Mack noch 8 sehr starke 2000 Watt Strahler. So erklärt sich auch der Name. Also es hat Alta Potenza, höchste Leuchtkraft 16.000 Watt. Also das heißt, 16.000 Watt war hier wirklich Programm. Der Künstler erzeugte diese starke Lichtwirkung. Wir haben uns heute auf eine etwas energiesparsamere Variante mit LED-Lampen beschränkt. Allerdings hat mir die Museumstechnik zugesagt, dass die Lichtwirkung durchaus vergleichbar ist. Und diese unterschiedlichen Lampen, kombiniert durch Stroboskoplicht, schalten sich nach und nach an, sodass sich die Lichtintensität nach und nach langsam steigert. Und durch diesen Einfall des Lichts ist man regelrecht geblendet, weil natürlich die silberne Folie und auch die Spiegelobjekte greifen das Licht auf und werfen es auf den Betrachter, auf die Betrachterin zurück. Und es entsteht wirklich ein Lichtraum, ein Raum, der sich völlig auflöst und wo die Grenzen zwischen den einzelnen Skulpturen und den Objekten verschwimmen. Zum einen hat die Ausstellung natürlich das Ziel, den Künstler Heinz Mack vorzustellen, also wirklich ein Wissen zu vermitteln über die Art und Weise, wie der Künstler arbeitet und vor allem, wie er sich mit dem Licht auseinandersetzt. Gleichzeitig versuchen wir aber auch, seine Werke aus der heutigen Perspektive zu beleuchten, das heißt zu fragen, wie nehmen wir die Werke heute wahr, in dem Kontext, in dem wir uns befinden, und wie hat sich dieser Kontext vielleicht verändert zu der Zeit, in dem die Werke entstanden sind. Das wäre eine Form der Auseinandersetzung, die durch die Ausstellung initiiert werden soll. Und gleichzeitig hoffe ich natürlich, dass die Besucherinnen, die sich der Ausstellung annehmen, mehr über den Künstler erfahren, aber sich vielleicht auch ein bisschen anstecken lassen von seinem Optimismus, durch den sein Werk und seine Arbeiten noch immer geprägt sind. Natürlich ist dieser Zukunftsglaube, der ganz stark mit der Verbindung zwischen Kunst und Technologie einhergeht und der wirklich sehr optimistisch in eine positive Zukunft
blickt und alles für möglich hält, in der heutigen Situation, in der wir leben, vielleicht etwas anders zu bewerten. Aber nichtsdestotrotz hat es vielleicht einen positivierenden Effekt dieser Auseinandersetzung, Heinz Marc, die immer von diesem Zukunftsglauben und auch von der Auseinandersetzung mit Schönheit und mit Ästhetik gesteuert und geprägt ist, zu erkunden und sich davon vielleicht ein bisschen anstecken oder inspirieren zu lassen. Ich wünschte, und das war damals auch ein Thema unserer Gespräche, dass neben diesen Nachrichten, die nur die schlechten Nachrichten täglich der Bevölkerung mitteilen, dass es auch einen Nachrichtendienst gäbe, wo man nur positive Dinge nennt, aus der Wissenschaft oder aus der Kunst oder aus dem täglichen Leben. Weil diese destruktive Neigung auch in den Medien ich verheerend finde. Und das wird nicht konterkariert durch Religion, die können gar nicht mehr mithalten, die ertragen das schweigend und wissen gar nicht, was ihnen passiert. Also mit anderen Worten, es fehlt eine wirklich optimistische Gegenbewegung. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass Ihre Generation, die Jugend, dass sie ganz heftig darauf reagiert und sagt, wir sind diesen täglichen Jammer leid, wir können den Jammer nicht verleugnen, das akzeptiert, aber bitte auch mal einen Blick Richtung Richtung Sonne. Also mit anderen Worten, die Zero-Bewegung war eine sehr optimistische Bewegung. Wir waren sehr munter, sehr lebensfroh und wir wollten mit aller Sinnlichkeit das vortragen. Wir waren keine Theoretiker, keine Ideologen. Das muss man ganz deutlich mal dazu sagen.